Hallihallo zum letzten Video unserer Reihe Raummaße und Hohlmaße. Im Intro und im Basic-Video habt ihr ja schon einiges dazu gehört und gelernt. Nun wollen wir in diesem Video noch einige Beispiele zur Vertiefung der Größenvorstellung von Raum- und Hohlmaßen betrachten. Die ein oder andere Aufgabenstellung wird dabei sein, um zu sehen, ob wir das bisher Gelernte auch anwenden können. Die Angabe der korrekten Einheit ist neben der Maßzahl besonders wichtig. Eines noch bevor wir starten, ein bestimmter Raum wird oft auch als Volumen bezeichnet. Diesen Begriff habt ihr bestimmt schon einmal gehört und wird mit einem großen V abgekürzt. Hier sehen wir ein Containerschiff am Hamburger Hafen. Ganz schön viele Container für ein Schiff, oder? Die am weitesten verbreiteten Container heißen ISO-Container. Diese haben eine Breite von 2,4 Metern, sind entweder 6 Meter oder 12 Meter lang und haben eine Höhe von 2,6 Metern. Das ist in etwa die Zimmerhöhe einer normalen Wohnung. Die hat man weltweit vereinheitlicht, damit man sie besser stapeln und schlichten kann. Man darf sie mit maximal etwa 30 Tonnen beladen. Der Container selber ist nur knapp 4 Tonnen schwer. Aber egal ob voll oder leer, der Container nimmt immer denselben Raum ein, hat also immer dasselbe Volumen. Welches eigentlich? Schätz mal, welches Volumen der Container hat. Hast du eine Vermutung? Die Einheit sollte klar sein. Das sind Kubikmeter. Richtig. Wenn du es etwas genauer wissen willst, dann rechne es dir einfach aus. Nimm dir Stift und Papier und klicke auf Pause. 2,4 mal 2,6 mal 12 ergeben 74,88 Kubikmeter. Das entspricht also fast dem Inhalt von 75 dieser 1 Kubikmeter großen Kisten. Euer Klassenzimmer hat natürlich auch ein Volumen. Mit oder ohne Kinder. Schätzt doch einmal, wie viele Kubikmeter eure Klasse hat und drückt auf Pause. Ihr messt die Länge, Breite und Höhe in Metern und multipliziert alles. Dieses Klassenzimmer hier in Kamerun ist ca. 8 Meter breit, 8 Meter lang und 3 Meter hoch. Jetzt drückt ihr Pause und rechnet selbst. 8 mal 8 ist 64 und 64 mal 3 ist 192. Kubikmeter natürlich. Wäre das Zimmer ein Schwimmbecken, könnte es mit 192.000 Liter Wasser befüllt werden. Möglicherweise warst du mit deinen Eltern schon einmal im Baumarkt und ihr habt einen Sack Blumenerde gekauft. Diese gibt es in verschiedenen Größen, welche in Liter angegeben werden. Auf dieser Scheibtruhe, in Deutschland sagt man auch Schubkarren, liegt hier zum Beispiel ein 40 Liter Blumenerdesack. Ich habe mit einem Maßband die Länge, Breite und Höhe dieses Sacks gemessen. Der Sack ist 40 cm breit, 71 cm hoch und 14 cm tief. Warum tief? Das Wort lang passt hier einfach nicht so gut. Drücke auf Pause und berechne dir das Volumen der Blumenerde in diesem Sack. Das Ergebnis lautet 39.760 Kubikzentimeter. Wir wollten aber Liter, richtig? Das heißt, wir müssen noch von Kubikzentimeter in Liter umrechnen. Wir wissen, dass 1000 Kubikzentimeter genau 1 Kubikdezimeter sind. Und 1 Kubikdezimeter ist 1 Liter. Damit haben wir also 39,76 Kubikdezimeter, beziehungsweise 39,76 Liter, was in etwa 40 Litern entspricht. Die Angabe auf der Verpackung ist also ausreichend richtig. Fahrt ihr manchmal auf Urlaub? In vielen Fällen werdet ihr dafür einen Koffer benötigen.
Das Fassungsvermögen eines Koffers wird in Liter angegeben. Dabei muss es sich logischerweise noch lange nicht um Flüssigkeiten handeln, die ihr da reingebt. Ein typischer Reisekoffer kann zum Beispiel die Maße 76 cm mal 50 cm mal 27 cm haben. Am Flughafen muss aber in erster Linie die Masse, also die Kilogramm, beachtet werden. Wie viele Liter fasst also dieser Reisekoffer? Drücke auf Pause und berechne dir den Rauminhalt dieses Koffers. Ich bin schon gespannt. Na, was habt ihr berechnet? Bei mir kommen 102.600 Kubikzentimeter raus. Und, passt das zu diesem Koffer? Also ganz ehrlich, mit 102.600 Kubikzentimeter fange ich nicht viel an. Habt ihr das auch in Liter umgerechnet? Ja? Nein? Ich habe das auf jeden Fall gemacht. Denn 1000 Kubikzentimeter sind ja ein Liter. Damit erhalte ich 102,6 Liter. Ein Volumen von gut 100 Litern. Also circa einem Hektoliter. Apropos Hektoliter. Wie viele Liter passen in eine Badewanne? Kann sich noch wer an den Frosch erinnern? Genau. 150 bis 180 Liter oder eben 1,5 bis 1,8 Hektoliter. Könnt ihr das in Kubikmeter umrechnen? Klickt Pause und denkt mal drüber nach. 1000 Liter sind ja ein Kubikmeter. Also sind 150 Liter dann 0,15 Kubikmeter. Hier muss man das Komma richtig verschieben können und dann geht alles ganz einfach, oder? Zu guter Letzt nehmen wir uns noch ganz kleine Volumina, das ist die Mehrzahl von Volumen, unter die Lupe. Bevor ich Lehrer wurde, habe ich in einem Chemielabor gearbeitet und dort ganz kleine Mengen von Flüssigkeiten pipettiert. Manchmal sogar mit einem Hundertstel eines Milliliters oder auch 10 Mikroliter. Ein Tausendstel eines Milliliters ist nämlich ein Mikroliter. Das ist auch ein Millionstel eines Liters. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein ziemlich kleines Tröpfchen. So, das war's. Ich hoffe, dieser Videozyklus hat euch die Raum- und Hohlmaße begreifbarer gemacht und kann euch beim Lernen unterstützen. Unsere Mathematik macht Freude-Serie zum Thema Raum und Hohlmaße ist nun zu Ende. Videos zu vielen weiteren spannenden Themen findet ihr unter mmf.univie.ac.at. Auf Wiedersehen!